110 angelangt. Das heißt, der Sieg ist uns schon fast sicher. Ja, sind jetzt bei Nummer 790, also wir haben noch Luft, ja. Schicksals, ja, wir haben jetzt 10 Minuten vor 14:30, also 15:20 Uhr, Countdown läuft und wir haben hier den David Trambian. Das ist unser Karajong-Spieler für 16 Uhr. Ein riesen Applaus, das ist der David. Denn der David muss ja noch die ganzen Treppen hoch. Der kann ja nicht erst 16 Uhr hier los. Der muss ja noch hoch, ja, auf den Roten Turm. Und wir haben drei ganz fantastische Stücke hier herausgesucht. Also, Karussell, als ich fortging, Pudis, alt wie ein Baum und Headspads, ACDC, diese drei Stücke. Also nochmal einen Riesenapplaus für unseren David. Und ich kann Ihnen schon mal eins verraten, ja, wir als Tanzschule sind fürs Tanzen bekannt. Es geht heute nicht ums Tanzen. Sie müssen nicht perfekt tanzen können, es geht um die ganze Aktion. Wer noch Partnerinnen und Partner sucht, hier vorne bitte herkommen, den Rest kriegen wir hin. Jetzt machen wir erstmal Folgendes, meine Damen und Herren. Wenn Sie jetzt jemanden neben Sie stehen haben, natürlich nicht eine alte Frau, die Sie noch nicht kennen sollten, dann sagen Sie als erstes dieser fremden Person, schön, dass du da bist. Und die andere Person sagt auch, schön, dass du da bist. Sehr gut. Wir können ja mal Folgendes probieren, dass wir so einen kleinen Überblick haben. Wer ist denn schon bei Tanzschule Eichemann? War beim zweiten Stimmungstest, wer ist denn noch nicht bei der Tanzschule Eichemann? Ja, ich merke schon, Sie sind ja die Brüder, die anderen sind ja die Tänzer, das ist gut. Jetzt machen wir Folgendes, jetzt wird es noch anspruchsvoller. Sie tippen mal von einem Fuß zum anderen. Wir versuchen das alle mal. Wir gehen mal Richtung Roten Turm, Richtung Marktkirche. Turm und Marktkirche. Das sieht auch erstmal noch gut aus. Meine lieben Frauen, jetzt schauen Sie mal einen Mann, der neben Ihnen ist, an und sagen, du bist ein tänzerischer Selbstläufer. Und meine lieben Männer, Sie sagen jetzt mal zurück, nicht arrogant, aber ganz bescheiden, ich weiß. Genau, dafür sind mich die Männer aus Halle und Umland bekannt als gute Tänzer. Und ich weiß eins, Leute, ganz bestimmt, wir bekommen das zusammen hin. Sind wir uns da einig? Jawohl! Unser Motto, wer laufen kann, kann tanzen. Und jetzt lassen wir sogar die Beine erstmal weg. Sie stellen sich erstmal entspannt hin, schauen Richtung Bühne. Und ich denke mal, wir werden jetzt noch niemanden überfordern. Wir schunkeln mal von einem Fuß zum anderen. Wir dürfen da nicht vergessen, ein Original Wiener Walz hat 60 Takte die Minute. Das ist ganz schön viel. Aber Sie sehen, das kriegen wir auch bei Sonnenschein 35 Grad hin. So, Männer, wir machen mal kurz einen Test. Wer ist denn eigentlich von den Männern heute freiwillig da? Sieht gut aus. Männer, wer wurde gezwungen? Ja, ja. Wir machen mal eins, weil die Männer so die Sonnen dann verdecken. Die Männer drehen sich mit dem Rücken alle Richtung Marktkirche und die Frauen alle Richtung Hände. So, und jetzt passiert Folgendes. Jetzt schunkeln, nehmen wir erstmal die rechte Hand, Männer, bei dieser Person gegenüber aufs Schulterblatt. Frau erwidert. Jetzt schunkeln Sie mit dieser Dame mal hin und her. Sehr gut, auch das funktioniert. Ich habe nichts anderes erwartet. Wir bewegen uns jetzt von einem Fuß zum anderen. Von einem Fuß zum anderen. Das sieht auch noch gut aus. Ich bin hoch beeindruckt. Sehr gut. Also wenn Sie das nachher hinkriegen, um 16 Uhr zum Glockenspiel, haben wir den Wiener Walzer schon sicher. So, jetzt machen wir Folgendes, meine Damen und Herren. Wir haben nämlich aktuell bei unserer Tanzschule, Sie kennen das vielleicht noch als alte gute Hallenser, haben wir aktuell Grundkurs 9. Klasse laufen. Wir machen Zeit schließen. Mit viel Fantasie erkennen Sie jetzt einen Kasten, den Sie ablaufen. Wir laufen jetzt alle den Wasserkasten ab. Probieren wir mal. Und Wasserkasten austrinken. Den zweiten Wasserkasten. Männer, Sie können sich auch einen anderen Kasten vorstellen, das können Sie entscheiden. Kriegen wir hin. Der Karusselltitel ist etwas schneller, meine Damen und Herren. Ja, irgendwo vom Tempo her zwischen langsamer und Wiener Walzer. Aber
Hier wird heute niemand ausgeschimpft, wenn er gegen Takt tanzt. Ja, Hauptsache wir bewegen uns, haben Spaß und alles wird gut. Auf geht's, Walzer! Der Marktplatz in Halle tanzt langsamer oder englischer Walzer. So, meine Frauen, schauen Sie erst mal an und sagen, du schaffst das. Er sagt, ich weiß. Eins, zwei und Schritt seit an, Schritt seit an. Eins, zwei, drei und Schritt seit an. Und es werden immer noch Nummern verkauft. Sie können immer noch spenden. An der Seite durchkämpfen. Hier vorne gibt es noch Nummern. Hier vorne können Sie noch spenden. Wir sind aktuell bei 869. So, hier wird sogar hinter der Bühne getanzt. Zwischeninfo, meine Damen und Herren, wir haben sage und schreibe die 5.000 Euro für den Tierschutz schon geknackt. 5.000 Euro! Und Sie können gerne noch hier vorkommen, vor der Bühne. Es gibt noch Nummern, es gibt noch Möglichkeiten zum Spenden, an der Seite durchkämpfen, dann geht das seinen Gang. Das war der Walzer. Ich denke, es ist machbar, es ist okay. Als nächstes kommt Disco Fox. Den kennen Sie eigentlich auch alle. Männer, wir tippen mal mit dem linken Fuß. Tippen Sie mal ganz entspannt. Ja, so wie zu Hause, wenn Sie auf Ihre Frau warten, wenn Sie eigentlich los wollen. Was die Männer mit links machen, probieren mal die Damen mit rechts. Das probieren wir auch. Meine Damen, genau. Sehr schön. Jetzt Männer, wir gehen mal zwei Schritte ganz klein vorwärts. Mit links. Vor, vor. Tap, rück, rück. Tap mal Männer. Vorwärts gehen. Tap, rückwärts gehen. Tap. Eins, zwei, tap, genau, ganz klein, ganz stationär. Disco Fox, oder wie es früher hieß, der Konsumtanz, Konsumschritt. Alles in Ordnung, na klar. So, meine lieben Frauen, rückwärts gehen, tap, vorwärts gehen, tap. Das sieht doch super aus, da brauchen wir überhaupt gar nichts sagen. Drehen Sie sich mal zueinander, gehen Sie in eine ganz lockere Tanzhaltung rein. So wie es sich bequem anfühlt. Und wir probieren das mal aus. Er geht links vor, sie geht rechts rückwärts. Und Schritt, Schritt, Tap, Schritt, Schritt, Tap, eins, zwei, Tap. Ja, das sieht doch gut aus. So, wir sind bei Nummer 869, meine Damen und Herren. So, wir probieren das mal mit Musik. Wer schon mehr kann, ja, alle Paare aus der Tanzschule können natürlich auch mehr tanzen, meine Damen und Herren. So, er links, hier rechts, 5, 6, 7 und Schritt, Schritt, Tipp, Schritt, Schritt, Tipp, 1, 2, Tipp, 1, 2, 3.
Marktplatz entlang. Sehr, sehr gut. Wer noch Nummern möchte, hier vorkommen, vor der Bühne, gibt es die Nummer. Zwei Menschen bilden ein Tanzpaar. Aber ich glaube, das tollste Outfit hat hier lieber unsere Familie Frosch heute an. Einen großen Applaus mal für unsere Vertretung hier auch für den Halloren. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich schaue mal heute auf die große Uhr, nur der brauchen wir ja heute Vertrauen. Wir haben noch 10 Minuten und wie ich es erwartet habe, sie sind vorbildlich unterwegs. Tänzerisch sind wir hier bisher. Alles ist gut. Der dritte und letzte Tanz wird ja dann heute sein zu AC/DC, zu Hell's Bells, der Blues. Und da haben wir ja vorhin schon die erste kleine Übung gemacht. Wir tippen mal alle von einem Fuß zum anderen. Das ist ja unsere Grundvoraussetzung. Und wie erwartet, alles ist schick. Sehr schön. Wir machen Folgendes. Sie drehen sich jetzt nochmal wieder zu Ihrem Partner, Partnerin hin. Wer mit wem ist ja hier schon lange egal. Genau. Und wir tippen nochmal mit Musik eine Runde Blues von einem Fuß zum anderen. Das kennen Sie alle. Sie können sich gerne drehen. Wie rum ist ja schon lange egal. Und die Musik nehmen wir gerne mit. Da war schon gleich original. Sehr schön. Sehr gut. AC/DC, Hell's Bells. So, wer mehr tanzt, darf auch mehr tanzen, meine Damen und Herren. Dann tanzen Sie halt Tanzrichtung um die Bierbuden herum hier. Ja. Seid Tap. Und wer mehr kann, darf auch laufen.
schön. Sehr, sehr gut, meine Damen und Herren. Ich könnte mir schon denken, wenn es einer schafft, dann wir hier in Halle. Und ich würde mich jetzt erstmal auf ein kleines, schönes Bild freuen. Jetzt haben sie alle schon die Nummern so schön dran gemacht. Wir sind aktuell bei Paare 885. Sehr gut. Die Nummern mal zur Bühne. Genau, das sieht schön aus. Sehr gut, sehr gut. 884 Tanzpaare, meine Damen und Herren. Sehr, sehr gut. Drehen Sie sich nochmal alle zu uns um, meine Damen und Herren. Und wir machen mal Folgendes, ohne dass es gestellt ist. Wir winken mal mit beiden Händen. Das ist nicht gestellt. Brauchen keine Angst haben. Wir machen jetzt mal einen kleinen Test, meine Damen und Herren. Das brauche ich für die Nachhalt. Ich sage die Tanzschule und Sie sagen einen Namen. Ich verrate ein Geheimnis, fängt mit E an. Alles klar? Gut, ich merke schon, wir kommen miteinander klar. Tanzschule! Wahnsinn! Also fassen wir nochmal zusammen. Um 16 Uhr geht's los mit dem Glockenspiel, mit dem Walzer. Das war das Erste, was Sie heute mit uns hatten. Schunkeln ist ausreichend, wenn Sie noch diesen Bierkasten hinkriegen sollten, ein Traum. Der zweite, Disco Fox. Und der Zusatz zu Hells Bells war dann natürlich unser Blues, meine Damen und Herren. Sehr, sehr gut. Jetzt würden wir uns nochmal freuen über noch ein schönes Foto. Nämlich gehen Sie nochmal so schön in Tanzhaltung mit diesem Panoramabild hier auf dem Markt. So schnell kriegt das nämlich ja keiner. Ja, die Männer rücken zur Marktkirche und die Damen rücken zum Händedenkmal, ja? Sehr gut. Vielen lieben Dank erstmal. Und ich kann es nochmal gar nicht genug sagen. Vielen lieben Dank, dass Sie heute da sind und das möglich machen. Danke, danke, danke. So, aus. Wir sind aktuell, meine Damen und Herren, bei 6.530 Euro. Und ich verrate Ihnen, was davon an den Tierschutz geht, von den 6.530 Euro. An den Tierschutz gehen 6.530 Euro ohne jegliche Umwege. Okay, unser prüfender Blick zum Roten Tor. Ich hatte Ihnen vorhin den David vorgestellt. David Rambian sitzt jetzt da oben am Glockenspiel. Da sind 76 Glocken plus die Glocken in der Spitze, nochmal 5 Glocken extra, eigentlich sind da sogar 81 Glocken. Und dass der David unseren Applaus hört, mal einen Applaus für unseren David! So, Punkt 16 Uhr geht's los mit Karussell, als ich fortging. Wir müssen natürlich dann alle schön leise sein. Es gab auch, ja, es kommt nachher noch die Dame vom Förderverein. Das ist nicht so einfach. Wie steht der Wind, Herr Eichelmann hat die erzählt. Wo kommt gerade die Straßenbahn angefahren? Ja, sind irgendwelche Buden, die noch Musik machen? Also alle Würstchen- und Bierbuden, ja, den CD-Player ausstellen und wir werden... Es geht los, meine Damen und Herren. Wir gehen schon mal in die Tanzhalle, in die Bereitschaft rein. Jawohl. Das unverkennbare Glockenspiel, sehr schön. Thank you.
Wir sind mal nur die Männer, die zarten Männer. Laut, deutlich, meine Herren, was geht's? Wir machen mal nur die Damen. Ich merke schon, ich muss dich zu Hause. Gut. Wir sind noch mal alle. Also das war Gänsehaut, meine Damen und Herren. Das Summen war Gänsehaut. So, wie vorhin geübt. Der hallische Tanzpapst, mein Papa, Bernd Eichelmann, hat immer gesagt, Konsumschritt, Disco Fox, kennen Sie alle, meine Damen und Herren, wir haben es gerade probiert. Also jetzt kommen Pudis, alt wie ein Baum, als Disco Fox. Meine Frauen schauen sie wieder immer an und sagen, du schaffst das. Er sagt, ich weiß, aber wir sind guter Dinge. So, wir hören erst mal rein. Jawohl!
Eine tolle Leistung. Sehr, sehr gut. Disco Fox, meine Damen und Herren, ist natürlich sowieso, eigentlich sind wir sowieso Weltmeister, weil wer hat schon mal nach einem Glockenspiel getanzt, ja? Über 800, weit über 800 Paare, 886 Tanzpaare nach einem Glockenspiel. Das ist sowieso Weltmeister. Das ist sehr gut, meine Damen und Herren. So, wir hatten den Walzer, wir hatten den Disco Fox, als Zusatz jetzt natürlich unser Blues. Natürlich eine gewagte Interpretation, ja? AC/DC und Glockenspiel, das muss man erstmal hinbekommen. Wir werden schneller. Klatsch, klatsch, klapp, 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 klapp. Achtung, Achtung, oh. Da kommt was, da kommt was, da kommt was. Sehen Sie? Ah, wir hören erstmal rein. Thank you.
ACDC, Hans Benz, danke unser Applaus, 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 Applaus. Noch lauter, sonst hört ihr das da oben nicht auf dem roten einmal hier für unseren lieben Tierschutz in Halle 6.530 Euro. Dank Ihnen! Damit dieser Rekord stattfindet, haben wir ja heute gemerkt, brauchen wir das Glockenspiel. Und damit das Glockenspiel auch erklingt, haben wir uns dafür entschieden, wir machen noch für unser liebes Glockenspiel auch immer 400 Euro als kleines Dankeschön nach oben. 400 Euro als Dankeschön für den Verein Glockenspiel Roter Turm, Frau Krause! So, drehen Sie sich noch einmal bitte mit dem Rücken zu uns, wir brauchen immer die Nummern. Wir machen uns klein, Sie machen sich groß. Runter, Rücken, Dankeschön. Alleine geht wenig und hier auch ein großes Dankeschön an die Familie Fleischer, an das City Management, dass wir hier sein durften, die Bühne benutzen durften, auch das ist ja sehr wichtig. Herr Fleischer, sehen Sie aus, möchten Sie irgendwas sagen? Ich bin ja nicht umsonst hier hoch. Wenn man euch sieht, Spitze, absolute Spitze, ich kann euch allen nur danken zu diesem großen, riesengroßen Erfolg. Es hat gezeigt, wir als Hallenser, wir halten zusammen, wir zeigen, was wir sind. Und das zeigen wir in der Welt mit einem Weltrekord. Dankeschön auch an die Eichelmänner, sage ich immer, also an die Tanzschule Eichelmann, die das organisiert hat. Das sind Zahlen. Mensch, Mensch, der Tierschutz wird sich freuen, der hat es schwer. Ich weiß, wir hatten zum letzten Lichterfest im Wintermarkt auch einen Tierschutz schon gespendet. 6.530 Euro an den Tierschutz e.V. in Halle. Herzlichen Glückwunsch! So, jetzt geht's aber los. Ich habe es ja vorhin schon gesagt. Wir als Tierschutzverein finanzieren uns tatsächlich nur von Spenden, Mitgliedschaften und Patenschaften. Also es gibt keine anderen Subventionen oder Unterstützung. Dadurch ist diese Summe auch so enorm wichtig für uns, weil wir halt uns durch die Patenschaften und nur Mitgliedschaften und die Spendenbeiträge von Ihnen halt finanzieren. Wir sind ein Verein, der nur aus Ehrenamtlichen besteht. Es gibt keine Festangestellten, wir machen das alles in unserer Freizeit oder halt neben unserem Vollzeitjob. Also wir haben so um die über 100 Ehrenamtliche, die uns täglich unterstützen in der Tierversorgung, in den Spendenfahrten, in Noteinsätzen und so weiter. Jetzt gerade haben wir ein großes Projekt, was mindestens 15.000 Euro kosten wird. Auch dafür werden wir das nehmen. Was aber den größten Teil ausmacht, und dazu kann meine Kollegin noch was sagen, sind natürlich unsere Tiere. Also es fängt schon an, dass wir mit insgesamt 3 Tierärzten zusammenarbeiten. Wir haben 3 Spezialisten sozusagen an der Hand. Und hier haben wir die Frau Krause, die ist für den Förderverein der Karajong-Spieler zuständig. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, Familie Eichelmann. Eine Idee zu haben und sie so umzusetzen, mein größtes Kompliment. Also ich bin Ihnen unglaublich dankbar. Ja, und unser Karajong ist dieses Jahr Geburtstagskind. 30 Jahre Glockenspiel im Roten Turm. Oder besuchen Sie uns im Roten Turm.
denn ich bin mir ganz sicher, manch einer möchte sich dieses Glockenspiel mal aus der Nähe anschauen. Kommen Sie einfach Freitag 17 Uhr, Samstag 14 Uhr zu den öffentlichen Führungen oder viel besser, buchen Sie Ihre eigene Gruppenführung ganz einfach übers Stadtmuseum und dann können Sie uns Löcher in den Bauch fragen, was es mit dem größten Glockenspiel in Europa auf sich hat. Sehr gut, vielen lieben Dank für die Information. Also, Damen und Herren, bevor jetzt alle nach Hause gehen, ein großes, großes Dankeschön von uns an Sie, dass Sie das hier alles ermöglicht haben. Ein Wahnsinnsergebnis. Also mal, großen Applaus! Dankeschön, alle! Danke, danke!